Pferde üben schon immer eine faszinierende Wirkung auf Menschen aus. Bereits in der Antike war die wohltuende medizinische Wirkung des Reitens bekannt. Bisher gab es jedoch keinen anerkannten wissenschaftlichen Nachweis der Wirksamkeit. Die Willy-Drache-Stiftung wurde 2006 von meinem Vater gegründet und fördert wissenschaftliche Studien. Unser Anliegen ist es, die Wirksamkeit des therapeutischen Reitens auf höchstmöglichem wissenschaftlichen Niveau zu untersuchen. Wir erfahren seit vielen Jahren hier im Zentrum für therapeutisches Reiten Johannesberg, was für erstaunliche Fortschritte und Verbesserungen die Patienten häufig mit der Hippotherapie erfahren. Und obwohl es weltweit zahlreiche Berichte gibt über die Wirksamkeit der Hippotherapie, fehlte doch bisher der wissenschaftlich anerkannte Nachweis ihrer Wirksamkeit. Und das ist uns jetzt mit dieser Studie gelungen. Was ist eigentlich Hippotherapie? Hippotherapie ist der medizinische Einsatz des Pferdes auf neurophysiologischer Grundlage. Hippotherapie wird grundsätzlich vom Arzt verordnet und von Physiotherapeuten mit einer beruflichen Zusatzqualifikation mit speziell ausgebildeten Pferden durchgeführt. In Asbach im Westerwald liegt die DRK Camillus Klinik. Dr. Dieter Pöhlau ist dort Chefarzt der Neurologie. Seit vielen Jahren unterstützt er wissenschaftliche Studien, die die Wirkung der Hippotherapie auf die Symptome der Multiplen Sklerose untersuchen. Die Multiple Sklerose ist eine häufige Erkrankung. Wir haben in Deutschland ungefähr 200.000 Betroffene. Das Ersterkrankungsalter liegt meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Es ist eine Erkrankung, bei der das Immunsystem Bestandteile des Zentralnervensystems angreift, eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Und da das Zentralnervensystem so gut wie alle unsere Lebensfunktionen steuert, macht die Multiple Sklerose eben auch entsprechende Ausfälle. Der Charme der Studie ist, dass wir wirklich zwei Gruppen verglichen haben, nämlich eine hippotherapeutisch behandelte Gruppe verglichen mit einer, bei der die bisherige Therapie weiterlief. Diese Studie wurde nach den sogenannten Good Clinical Practice Richtlinien durchgeführt. Das heißt, es gab ein Monitoring, es gab einen externen Statistiker von der Uni Köln und der Untersuchende wusste nicht, welcher der Patienten eben Hippotherapie hat oder zur Kontrollgruppe gehört. Das heißt, das ist ein Studiendesign, das wir normalerweise nur in Pharmakostudien kennen, also hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Und so konnten wir die Wirksamkeit zeigen. Als Projektleiterin habe ich in Kooperation mit meinem Doktorvater, Herrn Dr. Gerber Grote, dem Zentrum für klinische Studien und dem Institut für medizinische Statistik, Informatik und Epidemiologie der Universität zu Köln das Studiendesign erstellt. Das war mir sowohl eine persönliche Freude als auch ein großes wissenschaftliches Bedürfnis, an dieser Studie beteiligt zu sein, weil sie eben mit einer hohen Qualität jetzt eine alternative Therapieform untersucht, nämlich die Hippotherapie. In einem Gebiet, also Multiple Sklerose, in dem eben sonst sehr viel mit Pharmatherapie gemacht wird, also der sehr stark pharma-dominiert ist. Zwei renommierte Institute der Universität Köln haben maßgeblich zur Qualität der Hippotherapie-Studie beigetragen. Das Institut für medizinische Statistik, Informatik und Epidemiologie übernimmt Aufgaben in Forschung und Lehre und es bietet auch Dienstleistungen an. Dazu gehören vor allem die Beratung und Mitarbeit in den verschiedensten medizinischen Forschungsprojekten, wie zum Beispiel klinischen Studien. Die eigentlichen Kernaufgaben sind die Auswahl der geeigneten statistischen Verfahren und die Berechnung der Teilnehmerzahl, die für diese Studie benötigt wird. Außerdem die Vorbereitung der Auswertung, das heißt die Programmierung und dann schließlich die eigentliche Durchführung der Auswertung und die Unterstützung bei der Interpretation der Ergebnisse. Die Hippotherapie-Studie wurde in 5 über Deutschland verteilte Studienzentren durchgeführt. Wir haben alle 5 Studienzentren besucht und Patienten interviewt, die zwar selbst nicht an der Hippotherapie-Studie teilgenommen haben, aber schon seit vielen Jahren von der Hippotherapie profitieren. Im idyllischen Nützen, 40 Kilometer nördlich von Hamburg, erleben Menschen mit Handicap auf dem Hof Eichenhorst jeden Tag die Vorteile der Hippotherapie. Maren Kurs-Lüppen führt den Therapiebetrieb mit großem Engagement, unterstützt von ihrer Familie. Sie ist Physiotherapeutin und seit vielen Jahren auch erfahrene Hippotherapeutin. In der Hippotherapie wird das Pferd von einem Pferdeführer am Langzügel in der Gang